Der Rasen im indischen Margao dampft. Ein grünes Palmendickicht umgibt den Trainingsplatz der deutschen U17-Nationalmannschaft, das Thermometer zeigt fast 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist enorm. Mittendrin steht Christian Wück und schwitzt. Der Unterschied ist wirklich krass. Aber das darf keine Ausrede sein, sagt der DFB-Trainer vor dem WM-Start der deutschen Junioren am Samstag, ab 13:30 Uhr im Live-Ticker, gegen Costa Rica. Vier Wochen bleibt das DFB-Team im besten Fall auf dem indischen Subkontinent, die Vorfreude ist riesig. Ein Yogakurs stand bereits auf dem Programm, ein Besuch in einem Waisenhaus ist geplant. Abenteuer ist vielleicht das falsche Wort, wir sind schließlich gut vorbereitet. Aber es ist schon so, dass aus unserem Team noch niemand in Indien war, sagt Wück über die erste Fußball-WM in dem 1,3 Milliarden Einwohnerland. Gedacht hat der DFB an alles. Die Spieler sind geimpft, ein eigener Koch ist mitgereist, auch zwei Lehrer sind dabei. Die Jungs absolvieren jeden Tag ihr Programm mit den Lerninhalten aus der Schule, sagt Wück über seine Spieler, die 16 oder 17 Jahre alt sind. Bekanntester Name ist Jan-Fiete Arp vom Hamburger SV, der am Wochenende im Nordderby gegen Werder Bremen als erster Spieler des Jahrgangs 2000 sein Bundesliga-Debüt feierte. Arp hatte bei der EM im Sommer in 5 Spielen 7 Tore erzielt und so großen Anteil an der geglückten WM-Qualifikation. Das Halbfinalaus im Elfmeterschießen gegen Spanien konnte er zwar nicht verhindern, in Indien setzt Wück aber voll auf die Qualitäten des 17-Jährigen. Jan-Fiete hat sich unglaublich entwickelt, auf und neben dem Platz. Er ist eine Führungspersönlichkeit geworden, sagt Wück. In der Vorrunde trifft die U17 nach dem Auftakt gegen Costa Rica auf Iran und Guinea, gespielt wird in Margao im Bundesstaat Goa und Kochi. Das erste Ziel ist der Gruppensieg. Danach braucht man auch das Quäntchen Glück, das haben wir bei der EM gesehen.